Oft werde ich gefragt, oder meine Frau fragt sich darüber mit, weil die ist in den Augen der Gesellschaft normal. Und die ist halt mit einem Unnormalen verheiratet. Das ist nicht normal. Und es ist doch normal. Weil ich habe Maschinenbau studiert, ich bin Maschinenbauingenieur. Und ich weiß, Normen, normal gibt es dafür, dass man etwas einordnen kann. Ein 8er Schrauben, ein 10er Schrauben, ein DIN ISO 9001, ein KTQ, irgendwelche Vorschriften, Nachschriften, Hinschriften, Umschriften. Man braucht für alles halt ein Schriftstück. Genau, du brauchst Papiere. Du brauchst Papiere zum Reisen. Jetzt Rindviech braucht ein Papier, jeder Hund braucht ein Papier. Du brauchst ein Papier fürs Auto. Für einen Führerschein ist ein Papier da. Für Parkzettel ist ein Papier. Jede Rechnung ist ein Papier. Du brauchst Papiere. 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 Was sind Papiere? Ich kenne ein Barbier, der schneidet es ab. Papierbarbier war schön. Ein Papierbarbier war schön. Der schneidet alle Papiere weg. Weil das Geld ist mittlerweile nur noch Papier. Es ist kein Silberling mehr, es ist kein Goldbarren mehr, es ist Papier. Ein Glaubensmuster auf Papier. Und nicht einmal das Papier ist echt, weil Papier ist früher aus Holz gemacht worden. Und heute wird es lackiert und das Plastik, das brennt nicht immer mehr, wenn man einen Ofen einheizt. 10 Papier, die du reinschmeißt, von den 10 Papier brennen 8 nur, wenn es schon brennt, nur 2 brennen wirklich nur, weil es Papier sind. Ein Papier. Du brauchst ein Papier. Aber wieso? Dass man lesen kann, wer oder was du bist oder woher du kommst. Das kann nicht sein, weil ich bin der, der ich bin und woanders zählt nicht, das ist ja alles wurscht. Ich kann morgen ein ganz ein anderer sein und trotzdem werde ich der sein, der ich bin. Also brauche ich wirklich einen Kassenzettel? Ein Strafzettel. Warum sind eigentlich Spickzettel in der Schule verboten, wenn man für alles andere was anzettelt? Einfach mal so eine Frage in den Raum. Und Scheine. Scheine sind auch ganz wichtig. Geldscheine. Führerscheine. Ausreisescheine, Einreisescheine, Optionsscheine, ja und was sonst noch so miteinander scheint. Es ist wirklich witzig. Es scheint so, als würde ohne Schein der Schein verschwinden. Na dann. Ist anscheinend die Zeit jetzt zu erscheinen, als das, was man ist und nicht, was die anderen dass man mit einem Dreierchor einfach besser lenken kann oder dass es besser fließt. Und es ist ja auch bewiesen, oder medizinisch, per Schein.
schriftlich dokumentiert, dass das, was man hört, ins Herz geht. Darum ist wahrscheinlich auch der Herd, das Herz und das Hirn eins. Das, was man sieht, das ist selektiv, weil man ja nur sieht, was man sehen will oder gelernt hat zu sehen. Außer man sieht, was man gesät hat. Dazu braucht man aber das Bewusstsein, ein Sender zu sein. In der Schule hat man uns aber beigebracht, oder schon früher, wir sind keine Sender, wir sind Empfänger. Wir dürfen zwar unseren Hunger, unseren Durst, unsere Wünsche, wir dürfen aussehen, was wir wollen, aber was wir empfangen, das ist natürlich ganz was anderes, glauben wir. Es könnte aber auch durchaus sein, dass wir verlernt haben, zu empfangen, was wir wollen, weil wir es gesehen haben. Und wenn du Liebe bist und wenn ich Liebe bin, dann ist der Nachbar auch Liebe. So ausschaut vielleicht. Aber dann ist auch der Papst Liebe und dann ist der Obama Liebe und dann ist der Trump Liebe und dann ist dein Partner Liebe und dann ist auch Geld Liebe. Und wenn alles Liebe ist, dann gibt es eigentlich nur Schattierungen von Liebe. Die wird unterschiedlich leicht oder schwer zu lieben sind. So, und was haben wir jetzt mit der Liebe? Ja, die Liebe ist ja sowas wie für einen Fisch das Wasser. Er schwimmt drin und hat keine Ahnung, in was er schwimmt, bis man raushebt. Und dann auf einmal merkt er, hopp, oh, jetzt ersticke ich gleich. Und ein Mensch ohne Liebe erstickt auch. Darum haben wir momentan so viele Atemwegserkrankungen. Und dann kommen ein paar Leute und sagen, ja, das ist wieder die Chemtrails. Nö, ist nicht. Das ist wegen uns. Wir erschaffen das alles. Du und ich, wir sind wir beide da, auf diesem Planeten, um jetzt das ins Manifest zu bringen, wessen wir glauben gekommen zu sein, auf das wir gewartet haben. Das Warten, wenn uns das Warten, alle miteinander, so viel Schmerz zufügt, die Geduld, oh, ist nicht meine Stärke, dann machen wir es doch gleich, oder? So wie ich jetzt das Video mache. Mach doch auch ein Video. Send es in die Welt. Teil mein Video. Teil dein Video. Ich teile deins, du teilst meins. Wir schicken jetzt Videos in die Welt. Bilder, Hunderttausende, Millionen. Und zeigen denjenigen, welchen die meinen, uns noch retten zu müssen. Wir sind gerettet. Natürlich sind wir gerettet. Darum dauert es ja nicht das Lied, das ich da geschrieben habe, was dann heißt. Und ich nehm mein Herz, ich nehm's fest in die Hand. Da sind so viel und sie gehen miteinander. Und sie arbeiten genau wie ich auch. Und übrigens auch für eine Welt, die naturherrlich war. Oh yeah, 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 yeah. Ooh.
Es gibt nichts Ehrlicheres als einen ehrlichen, aufrichtigen, authentischen Menschen. Sei du auch einer und teil einfach deine Idee, deine Liebe. Lass uns das in irgendeinem Pool zusammen, da lass uns 100.000 Videos machen über irgendwelche Sachen, die schön sind, die gut sind. Wenn du da Lust drauf hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail, lensfriends@gmail, also gustavmeil.com. Und so, da was daraus werden soll, wird es das auch werden. Denn wir sind hier für den Frieden auf Erden. Und der Frieden hat nichts mit Tod zu tun. Und ist auch nicht das Gegenteil vom Krieg, sondern sein. Sei. Und hilf mir dabei, dass ich das auch kann.